Herzlich willkommen bei unserem Podcast auf der Seite Gemeinsam in Bonn in dem Bereich Menschen für Menschen. Heute stelle ich Ihnen einen ganz besonderen Menschen vor, den viele von Ihnen in Bonn vielleicht auch schon kennen. Es ist Diakon Ralf Knoblauch, Theologe, Bildhauer, Seelsorger und ihn habe ich heute im Gespräch. Hallo Ralf, ich grüße dich. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Ralf, du bist besonders bekannt für die Könige, die du schnitzt. Ich habe von dir gehört, das machst du oft oder sehr oft ganz früh morgens als eine Art Meditation aus Holzstücken, einfache Königsfiguren zu schnitzen. Und darüber möchten wir gleich reden und einem ganz besonderen Projekt, das du diesen Tagen unter den Corona-Bedingungen folgst. Aber vorher mal die Frage, du bist im Bonner Norden in der Gemeinde Thomas Morus als Diakon tätig. Wie ist da im Moment die Situation bei euch? Gut, wir mussten uns natürlich auch vom Pastoralteam erstmal mit dieser völlig schwierigen Situation abfinden und klarkommen. Und mittlerweile haben wir es geschafft, in den letzten 1,5 Wochen uns neu zu sortieren. Und ja, das war an Gemeindeleben. Wir haben ja quasi ein völliges Reset erlebt von Kirchengestaltung, wie wir es noch nie erlebt haben. Gewissen Trubeleien und Umsortierung, dann haben wir für uns einen ganz guten Weg gefunden, jetzt da irgendwie mit weiterleben zu können und arbeiten zu können. Und wir haben uns dann vor allen Dingen zunächst einmal geguckt, was könnte demnächst so dringlich anstehen, was die Menschen bei uns in der Gemeinde brauchen. Und haben dann verschiedene Netzwerke aufgebaut, wo wir vor allen Dingen dann im Bereich von Nachbarschaftshilfe sehr aktiv sind. Und ja, das läuft jetzt sehr gut an. Wir haben am letzten Wochenende die Befürchtung erst gehabt, wir kriegen eine vollständige Ausgangssperre und haben dann noch in einer Riesenaktion 20.000 in unserer Gemeinde verteilt, wo wir halt unser Netzwerk anbieten, vor allen Dingen dann für Menschen, die demnächst nicht mehr raus können. Also diese üblichen Angebote, die man jetzt vielfach überall aufblühen sieht, also eine Nachbarschaftshilfe von Apothekenbesuch bis Gassi, was die Menschen dann vor allen Dingen, die in diesen Risikogruppen sind, nicht alleine mehr bewältigen bekommen. Und darüber hinaus, ein zweites Ding, wo wir jetzt seit Mittwoch so ein bisschen mehr dran sind, ist halt die Überlegung, wie können wir auch unseren spirituellen Input diesen Menschen zukommen lassen. Das, was ja auch an Gottesdiensten jetzt alles völlig weggebrochen ist, da suchen wir gerade nach neuen Plattformen und Möglichkeiten, da auch ein gewisses Angebot zu machen. Wir sind aber auch in allen 8 Kirchen, die hier zu uns gehören, präsent. Wir haben dort tägliche Ansprechzeiten, wo jeweils einer unserer Seelsorgerinnen und Seelsorger für eine Zeit vor Ort ist. Und unsere Kirchen sind auch seit den ganzen Tag über auf, sodass Menschen diesen Gebetsort auch aufsuchen können. Das heißt, es ist ganz viel in Bewegung gekommen bei euch jetzt innerhalb, man kann ja sagen, innerhalb der 2 Wochen, wo wir in dieser akuten Krise drin sind. Ich habe es eben schon angesprochen, deine Könige aus Holz von dir geschnitzt, die in Bonn, aber auch in der ganzen Welt von der königlichen Würde eines jeden Menschen künden. Spielen diese Könige in der jetzigen Situation in deiner Gemeinde eine Rolle? Ja, in gewisser Hinsicht schon. Meine Könige begleiten mich ja im Grunde permanent durch mein Leben, schon seit vielen Jahren. Und viele denken, oh, jetzt hat der Ralf vielleicht den ganzen Tag Zeit und dreht Däumchen und kann jetzt noch viel, viel mehr Könige. Mein Thema es ist und bleibt für mich ein spiritueller Impuls, der sich auf diese Morgenstunde beschränkt. Und darüber hinaus arbeite ich jetzt nicht mehr an den Königen. Aber sie sind schon auch bei uns im Pastoralteam ein Thema, weil durch verschiedene andere Angebote an Projekten, die jetzt auch derzeit abgebrochen sind in Deutschland, wo sie halt unterwegs waren, kommen jetzt viele Rückmeldungen, wo wir auch im Team darüber reden. Und ja, bei vielen unserer Gemeindemitgliedern haben sie auch schon für sich persönlich eine besondere Bedeutung, sodass ich da auch viel Rückmeldung bekomme. Jetzt sind deine Könige, vielleicht kannst du mal einen zeigen. Du hast mir gesagt, du hast einen mitgebracht. Genau. Da ist er, der König, in Schwarz-Weiß mit einer goldenen Krone gefasst.
Diese Könige sind inzwischen, ja, man kann sagen, in der ganzen Welt unterwegs, bei Menschen aus allen Nationen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen. Deine Könige erzählen, verkünden die große Würde, die jeder Mensch, egal wo, egal mit welchen Voraussetzungen, hat. Jetzt bist du in den letzten Tagen, in den letzten 2 Wochen auf eine besondere Idee gekommen, unter den Bedingungen der Corona-Krise wieder in Kontakt oder noch mehr in Kontakt zu treten mit den Menschen, die auf der Welt inzwischen mit deinen Königen unterwegs sind. Kannst du davon ein bisschen erzählen? Natürlich. Also zunächst ist nochmal wichtig für mich zu erwähnen, bevor ich zu diesem Projekt komme, meine Könige sind keine Kunstobjekte im eigentlichen Sinne. Also das war mir immer ganz wichtig. Sie sind Kommunikationshilfen, um über gewisse Themen ins Gespräch zu kommen, aber und vor allen Dingen, um dem Gegenüber in der Kommunikation dem Menschen Wertschätzung entgegenzubringen, dass jeder Mensch diese Würde in sich trägt und ja, letztlich nicht genommen werden kann, so schlecht es einem auch gehen mag. Das ist mir ganz wichtig. Von daher sind meine Könige auch immer als solches Medium auf der Welt unterwegs. Sie stehen jetzt nicht unbedingt in irgendwelchen Nischen und werden als Kunstobjekt betrachtet, sondern sie fordern den Dialog heraus, sie brauchen die Konfrontation. Und insofern war das für mich nur stimmig, dass ich gesagt habe, dort, wo meine Könige jetzt auf der Welt sind, vor allen Dingen an Krisenherden, aber auch darüber hinaus, dort müssen sie ein Zeichen setzen für die Menschen. Und das können sie über ihre Königsbotschafter, die sie letztlich ein bisschen betreuen oder beherbergen in den Ländern. Und die habe ich angeschrieben und gefragt, ob sie bereit wären und sich vorstellen könnten, eine kurze, kleine, tröstende Hoffnungsbotschaft in die Welt zu senden. Und ich habe schon mal öfter solche Aktionen aus dieser großen, sage ich mal, Königsgemeinschaft gestartet. Da sind wir dann schon eine große Community und merke ich immer wieder, dann kommt sehr schnell viel zurück. Also, und das Schöne ist, das ist halt nicht einheitlich, nicht alles gleich, sondern total bunt und vielfältig. Das hängt auch immer von den Kontexten ab, wo die Könige sind und ihre welche Rolle sie einnehmen. Und ja, diese verschiedensten Botschaften, diese, ich nenne sie jetzt mal Hoffnungsbotschaften, so habe ich dieses Projekt auch überschrieben mit königliche Hoffnungsbotschaften, die kommen jetzt sehr zahlreich zurück zu mir nach Lessenich, ja. Was heißt zahlreich? Kannst du da mal, wenn man ganz pragmatisch mal ist, eine Zahl sagen? Wie viel kommt denn da zurück? Ja, ich schätze, dass wir am Sonntagabend bei 100 schon sind. Also das ist auch international, ich bin jetzt nicht so ein großes Sprachtalent, aber es kommen auch Nachrichten aus Italien, aus Spanien, aus dem Arabischen. Also die Internationalität und die Vielfalt wird dieses Projekt auch nochmal hervorheben. Das ist keine Sache, die auf Deutschland beschränkt ist, sondern das ist mir auch wichtig, dass nachher vielleicht auch jetzt mal in Bezug auf viele Geflüchtete, die auch in unserer Gemeinde hier leben zum Beispiel, die dem Deutschen nicht so mächtig sind, die können auch von diesen Botschaften nachher etwas mitnehmen, weil die sind teilweise auf Kurdisch, auf Arabisch und in wirklich sehr, sehr vielen Sprachen. Kannst du 1, 2 Beispiele nennen für Botschaften, die da zu dir kommen aus der ganzen Welt? Genau, ich habe jetzt letzter Tage eine Grußbotschaft aus Hongkong bekommen. Ich habe seit ungefähr einem Jahr in Hongkong 2 Könige von mir. Die sind im Zusammenhang mit der Regenschirmdemonstration dorthin gegangen, weil sie auch, meine Könige stehen auch für bestimmte politische Richtungen. Sie geben auch immer ein politisches Statement und sie stehen natürlich klar für unser Demokratieverständnis und auch für unser politisches System hier. Das ist der Paragraph 1 unseres Grundgesetzes, der sich auch ganz eng an mein Thema bindet, also die Unantastbarkeit der Würde. Insofern war das gut, dass die Könige dort in Hongkong auch immer mit auf der Straße waren bei diesen großen Demonstrationen, die jetzt so ein bisschen medial wieder völlig aus dem Blickpunkt geraten sind. Jetzt haben andere Themen halt Vorrang, aber sie sind oft mitgenommen worden, standen sie für die Gewaltlosigkeit. Das Problem war in Hongkong ja immer, dass das mit der Begegnung und der Konfrontation mit der Polizei und mit dem Staat so kurz davor war,
zu eskalieren und in Gewalt umzuschlagen. Und dort haben Sie Ihre Rolle als gewaltfreie, gewaltlose, machtlose Könige sehr deutlich zum Tragen gebracht und sind gerne mitgereist. Und ja, und von diesen zwei Königen habe ich jetzt aktuell ist in Asien die Corona-Krise schon am Abschwächen wieder. Also die haben die Höhepunkte dort überschritten. Ich habe in China auch jemanden, einen König, da habe ich das jetzt auch schon gehört. Und ich habe dann halt eine kleine Botschaft aus Hongkong bekommen, wo diese Botschafterin einfach sagt, uns geht es hier schon wieder besser und gut, freut euch drauf, irgendwann ist bei euch diese Krise auch vorbei. Und wir stehen zu unserem König, er hat uns geholfen und er begleitet uns auch in schweren Zeiten. Also du sammelst ganz beeindruckende, aus allen Herren Ländern kommende Hoffnungszeichen. Hast du vor, die den Menschen, oder wie machst du sie den Menschen zugänglich in den nächsten Tagen oder Wochen? Zunächst geht das sehr viel in den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken. Das ist, glaube ich, so meine Hauptmöglichkeiten, die Könige präsent zu halten. Und da kommen halt sehr viele Rückmeldungen und Fragen, ob sie mit diesen Königen arbeiten können und sie einsetzen können. Und so machen sie sich über sogenannte Königsbotschafter oder Botschafterinnen dann auf den Weg in die Welt. Und mir ist es halt wichtig, dass es Orte sind, wo Menschen vielleicht schon in sehr schwierigen Lebenssituationen sind, dass sie dort diesen Menschen helfen, ihrer Würde bewusst zu werden, ihnen Wertschätzung und Kraft zu geben. Meine Könige haben nichts Machtvolles an sich, Expansion hinaus, sondern sie sind machtlos, völlig machtlos und ihre Macht liegt in ihrer Machtlosigkeit ausschließlich. Ralf, ich bin ganz gespannt darauf, da noch mehr von zu erfahren und ich denke, dass wir diese einzelnen Botschaften, die dich aus der Welt erreichen, auch hier und da zu sehen bekommen werden und du eine Plattform schaffst, zumindest hattest du das einmal erwähnt, ich glaube, so ist es auch noch, auf der man die Botschaften dann sehen kann. Genau, wenn alles gut läuft, dann versuche ich nächste Woche, Mitte nächster Woche, das Ganze auf eine digitale Plattform, das wird dann über den YouTube-Kanal gehen, zu stellen, wo dann in einem großen, geclusterten Feld diese Botschaften, praktisch wie so ein Adventskalender, man sich die Türchen öffnen kann und durch diese Krise hindurchkommen und vielleicht sich jeden Tag ein bisschen erbauen kann und möchte. Das Projekt ist nicht abgeschlossen, sondern die Beiträge, die darüber hinaus dann noch kommen, die werden eingepflegt und es wird weitergehen. Es zieht sehr große Kreise. Im Moment haben viele Leute viel Stress auch und finden noch nicht die Zeit dazu. Aber wo ich die Rückmeldung bekomme, wenn es bei uns ein bisschen ruhiger wird, möchten wir auch noch Botschaften schicken, sodass ich das Gefühl habe, da baut sich noch sehr, sehr viel auf. Ralf, eine wirklich beeindruckende Geschichte und ein beeindruckendes Projekt, von dem du uns hier berichtest. Und es zeigt sich mal wieder, welche Durchschlagskraft die Botschaft deiner Könige, die im Grunde die frohe Botschaft ist, entfaltet. Ich habe das Glück, das schon einige Jahre mitzuverfolgen, verfolgen zu können. Ich wünsche für dieses Projekt und für alles, was sich daran anschließt, ganz viel Erfolg. Ganz viele Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, dass es in eurer Gemeinde jetzt auch unter Corona mit den Projekten, die du angedeutet hast, gut weitergeht und dass wir sehr bald wieder von dir hören, Ralf. Ich danke dir. Ja, gerne, Johannes. Danke.